Ich flieg den ganzen Tag, weil ich's mag. Und ich kann keinen Spagat, weil ich's nicht mag. Und ich geb euch den Rat. Oh fuck, ich nehme ja schon auf. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts. Ja, ich fliege hier mal so meine Bahnen und mir war ein bisschen langweilig. Ich hoffe, dass das Ganze jetzt hier nicht ganz so peinlich war. Was haben wir in dieser Folge vor? Nicht so lange aufs Thema eingehen, sonst, ne? Ich hatte in der letzten Folge schon gesagt, dass wir natürlich hier noch an der großen Halle einen letzten kleinen Feinschliff machen möchten, bevor die große 200. Special-Folge rauskommt. Und zwar das hier. Diese Steinpfosten an der Seite möchte ich natürlich auf der anderen Seite umsetzen, damit das symmetrisch wirkt. Und ja, die Spannung steigt, Leute. Das ist die letzte Folge vor der 200. Und auch ich bin absolut begeistert und freue mich gigantisch. In dieser Folge werde ich es auf jeden Fall noch ausnutzen, hier diese ganzen Erdesachen und so wegzumachen, dass Hogwarts wirklich im Glanz erstrahlt in der 20. Folge. Ich will hier nicht irgendwelche provisorischen Sachen noch stehen haben. Das möchte ich komplett jetzt alles weghaben. Denn das hier wird auch die Folge, oder beziehungsweise nach dieser Folge hier, werde ich die Version safen und als Download freigeben. Das heißt, nach dieser Episode ist das genau die Version, die ihr dann downloaden könnt. Ja, also unter der 200. Folge wird dann der Download-Link wieder sein. Aber ihr kennt das Spiel ja von der 100. Folge, falls ihr da schon dabei wart. Ja, ich schnapp mir mal direkt... Obwohl, nee, wir haben ja Steine, ne? Ja, wir haben Steine. Oh, Leute, was ist denn los? Ich habe ja direkt alles dabei, ey. Ich glaub's nicht. So, dann bewegen wir uns, oder beziehungsweise wir fliegen mal dahin. So, jetzt muss ich aber auch nochmal kurz auf der anderen Seite schauen, wie ich es da genau umgesetzt habe. Okay, so, das sollte doch alles möglich sein. Das ist auch noch nicht die endgültige Version, die ich da gemacht habe. Oh, Moment, ich muss trotzdem nochmal kurz was gucken, sorry. So, ich habe angefangen, ah ja, direkt neben der ersten Fensterscheibe. Und zwei breit natürlich, okay. So, dann schnappen wir uns jetzt mal die Steine. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel wir brauchen werden. Es wird auf jeden Fall schon eine ordentliche Menge sein. Aber ich denke, was wir so noch an Steinen haben, das sollte funktionieren. Ich will jetzt nicht schon wieder das Problem wie in der letzten Folge haben, dass ich hier irgendwas anfange und dann reichen die Ressourcen nicht. Aber ich denke, das ist eine Aufgabe, die eigentlich machbar ist. So. Jetzt muss ich aber ganz kurz schauen, wie ich das am besten mache. Weil das Problem ist jetzt nämlich... Hä? Nein. Ja, so ist richtig. Perfekt. Perfekt. So, so wünsche ich mir das. Jetzt ist nur die Frage. Springe ich jetzt hier einfach runter? Ich habe keinen Wassereimer mitgenommen, Leute. Ich hoffe, ihr killt mich nicht in den Kommentaren. Ja gut, das ist jetzt natürlich meine Schuld. Geronimo! Okay. Soll ich mir jetzt einen Wassereimer holen? Ja, kommt. Mache ich. Bevor ihr mich tötet, mache ich lieber. Hol ich mir einen Wassereimer. Schnell. Hui, mit dem Besen geht das zum Glück richtig, richtig zackig. Ups, ne? So. Na? Also noch habe ich keinen Besenführerschein. Ich denke, man sieht das. Muss auf jeden Fall noch ein bisschen üben. Sonst kann ich später auch kein Quidditch spielen, weil die Quidditch-Mod, die kommt ja auch ab der 200. Folge rein. Oder kurz nach der 200. Folge, denke ich. Weil das ist so eine Mod, wo ich mich erstmal ein bisschen reinfinden muss. Aber auch das wird dann kommen. So, dann schnappen wir uns mal hier einen Eimer mit Wasser. So. Und dann geht's wieder nach oben. Keine Zeit verlieren. Denn das ist jetzt die allerletzte Folge. Das ist eine Folge vor dem großen Staffelfinale, kann man schon fast sagen. Dann klingt das noch ein bisschen epischer. So, dann geht's hier einmal wieder runter. Zack. Und dann geht's hier wieder hoch. So, dann hier ein Stein, dann noch die Treppenstufe, kommt dann hier hin, so, so, perfekt. Und dann einmal der Wassereimer. Das funktioniert doch.
Moment, Leute, ich muss mir mal ganz kurz was anschauen. Eine Sekunde kurz. Ja, Leute, sorry für diesen Mega-Cut. Gott, bin ich ein Arschloch. Sorry, aber ich bin gerade richtig angefressen. Ich habe vorhin aus Versehen wohl auf den Aufnahmeknopf erneut gedrückt, während ich da am Bauen war, weil ich da wohl anscheinend irgendwas machen wollte oder so, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Und mir ist erst 20 Minuten später aufgefallen, dass ich nicht mehr aufnehme, weil meine Framezahl oben nicht mehr rot war. Ich habe mich total geärgert, habe eigentlich noch total viel erzählt in der Folge, habe mir richtig den Mund quasselig gelabert, um dann zu merken, dass das alles für die Katz war. Naja. Okay, ich zeige euch kurz, was wir in den letzten 20 Minuten gemacht haben, seit ich aus Versehen die Aufnahme beendet habe. Wir haben natürlich das hier zu Ende gebaut. So, man sieht das hier. Haben wir das beendet. Und dann kam mir noch ganz spontan danach die Idee, Hogwarts, soweit es geht, zu korrigieren. Denn da müssen wir natürlich alles schön machen, denn die 200. Folge, da wird natürlich die Welt zum Download freigegeben. Und da sollte natürlich alles tippitoppi sein in Hogwarts. Das heißt, ich habe da die Erdevorkommen weggemacht, die es noch gab. Ich bin dann in die große Halle gegangen und habe dann die Schilder korrigiert, sodass da nicht immer 00000 steht, sondern dass da nichts mehr draufsteht. Ich zeige euch das jetzt alles einmal. Hier, ihr seht das, die sind alle rein. Dann habe ich noch ein paar Treppen ersetzt, die gefehlt haben. Das heißt, dass das hier alles wirklich perfekt zueinander passt. Und, oh ja, mir fällt gerade auf, die Glasscheibe können wir da gleich noch korrigieren. Das wäre auch noch eine Sache, damit wir Hogwarts perfekt machen. Und, dann bin ich noch kurz hier weitergelaufen hier in die Richtung, hab nochmal Hogwarts generell gezeigt, hab nochmal gesagt, so ein bisschen, ja, was hier so die Treppen anbelangt und so, dass halt Leute in den Kommentaren geschrieben haben, dass sie nicht perfekt waren, dass ich allerdings der Meinung bin, dass, also ich finde das persönlich so am schönsten, dass die Meinungsverschiedenheit natürlich sehr groß ist, dann natürlich, dass hier die Hall of Fame reinkommt und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht alles wiederkauen, was ich vorhin gesagt habe, ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, dass die vorletzte Folge vor der 200. so blöd gefailt ist zwischendurch. Ich muss jetzt natürlich auch alles doppelt aufnehmen, weil ihr jetzt wirklich 15 Minuten oder so nichts mitbekommen habt, was ich gesagt habe. Aber okay. Kann nur mal passieren. Ich hoffe, das ist jetzt nicht ganz so tragisch. Viel verpasst habt ihr jetzt nicht. Ich werde jetzt noch einmal kurz mir ein paar Glasscherben machen. Scheiben meine ich. Und dann werden wir kurz noch das korrigieren, sodass wir das Glas hinten richtig haben. Ach man, das ärgert mich jetzt wirklich, Leute. Tut mir echt leid. Da hätte ich echt drauf achten müssen. Mir ist das, ich war gerade am Reden und dann fällt mir die Zahl, fällt mir der Blick plötzlich auf die Framezahl oben in der Ecke. Die seht ihr jetzt natürlich als Zuschauer nicht. Das seht ihr nur, wenn ihr gerade aufnehmt. Da vielleicht kennen die ein oder anderen von euch, die Let's Plays machen. Da hat man oben immer die Framezahl eingeblendet, damit man sieht, ob alles ganz flüssig läuft. Und wenn die grün ist, nimmt man nicht auf. Und wenn die rot ist, nimmt man auf. Und dann habe ich plötzlich gesehen, dass die Framezahl grün ist. Und ich so, boah, nee, ey, das gibt's doch nicht. Ich war voll fertig mit der Welt, also das nervt total sowas, weil eigentlich fand ich die Folge ganz gut, die ich da aufgenommen habe. Aber nun gut, kann hin und wieder mal passieren, ist ja jetzt nicht so die Häufigkeit, deswegen denke ich, sollte das kein großes Problem darstellen. Hoffe ich zumindest. Ja, ich werde jetzt halt noch ein paar Glasscherben einschmelzen, werde noch kurz das Fenster machen. Dann wird das jetzt hier nicht so eine ultimativ lange Folge, muss ich sagen. Wird die jetzt relativ kurz, weil 5 Minuten habe ich aufgenommen, bevor dann mir dieses Malheur passiert ist. Dann werde ich jetzt halt nochmal so 10 Minuten oder so aufnehmen, dann wird das eine viertelstündige Folge. Ich denke, das ist kein großes Problem, weil wir haben ja eigentlich vom Fortschritt her so viel geschafft, wie wir es in der normalen Folge auch geschafft haben, nur dass ihr es halt nicht alles gesehen habt. Aber ich kann euch ja sprechen, dass ich da nichts irgendwie Krummes gemacht habe oder so, aber ich denke, da vertraut ihr mir mittlerweile. Also ich denke, das sollte nicht das Problem sein. Eine Sache, die mir gerade noch einfällt, die mir aufgefallen ist während dieser Viertelstunde, die ich umsonst aufgenommen habe. Wenn ich hier hingehe, ihr wisst ja noch, dass ich too many items drin habe, weil ich es momentan nicht mehr irgendwie rausbekomme. Problem ist aber, dadurch funktioniert irgendwie not enough items nicht mehr. Ich habe nämlich versucht, beziehungsweise ich habe erklärt, dass es total blöd ist, dass unsere Base in der Eingangshalle drin ist. Also dass da so ein Loch ist, das haben wir in der allerersten Folge gemacht, dieses Loch. Und damals konnte ich halt noch nicht einschätzen, ob hier Hogwarts später hinkommt. Jetzt allerdings ist es mitten in der Eingangshalle und ist natürlich hier ein bisschen fehl am Platz. Und dann kam mir die Idee, das Loch zuzumachen und vielleicht mit Verschwindekabinetts zu arbeiten. Dass ich ein Verschwindekabinett hier irgendwie draußen oder so hinsetze oder in Dumbledores Büro. Und dann halt eins in die Base, sodass man dann von da nach da switchen kann. Und dann wollte ich halt nachschauen, wie man sich das Verschwindekabinett craftet. Hab dann hier nachgeguckt. Hab dann hier drauf geklickt
Und anstatt, dass mir gezeigt wurde, wie das funktioniert, habe ich mir erstmal hier welche reingespawnt. Die habe ich natürlich dann direkt wieder weggeworfen, weil ich euch auf jeden Fall zeigen wollte, dass ich hier nicht cheate oder so. Aber irgendwie funktioniert Not Enough Items nicht mehr. Keine Ahnung, wieso. Ich habe wirklich keinen blassen Dunst. Finde ich ein bisschen blöd, muss ich gestehen, weil... ja, jetzt fällt es mir natürlich schwer, hier auch alles zu craften, weil ich jetzt nicht alle Rezepte auswendig weiß. Wie ich da jetzt vorgehen werde, muss ich schauen. Wenn ihr da eine Idee habt, wie ich das Ganze korrigieren kann, dann könnt ihr mir gerne was in die Kommentare schreiben, da wäre ich echt happy drüber. Aber vorerst... Oh, okay, er ging kaputt. Aber vorerst weiß ich jetzt nicht, was ich da machen soll. Müssen wir mal schauen. So, aber zumindest haben wir jetzt den Besen da abgebaut bekommen. Das war ja auch noch eine Sache, den haben wir nicht in der letzten Folge nicht abgebaut bekommen, komischerweise. Ja, was können wir denn jetzt noch machen, während ich hier warte? Ja, wir können ja nochmal ein paar Namen zeigen. Theoretisch müsste ich die Schilder auch korrigieren, denn da stehen ja jetzt eure Namen drauf mit so komischen Nullen dran. Für die Leute, die neu dazugekommen sind, an dieser Wand hängen die treuesten Abonnenten. Das ist quasi so wie aus Teil 5. In Teil 5 hingen ja da die Schilder mit den Regeln von Professor Umbridge. Und ich habe mir dann damals die Idee gemacht, hier einfach die treuesten Abonnenten mit einem Namen zu verewigen, sodass, ja, dass diese Leute sich dann halt nochmal separat geehrt fühlen und dass die halt nochmal ein bisschen rausstechen und dass halt die Leute, die die Version auch downloaden, das Ganze sehen können. Ich finde, das ist eine richtig coole Sache und ich denke, hier sollten eigentlich auch mal wieder neue Leute hinzukommen. Werde ich wahrscheinlich dann auch in der 200. Folge machen, denke ich, ist dann auch eine coole Sache, die wir nebenbei noch so erledigen können. Aber jetzt gerade so hätte ich das jetzt nicht unbedingt vor, weil ich jetzt auch spontan nicht weiß, wenn ich da jetzt hin... Also ich kenne natürlich genug Leute von euch, die da die Berechtigung hätten, da hinzugehören. Aber spontan möchte ich das jetzt nicht machen, weil dann kann es sein, dass ich jemanden vergesse und so und das möchte ich natürlich auch nicht. Hä? Moment mal, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Ah ja, okay. So, jetzt habe ich die 16 Glasscheiben. Muss mal hier kurz ein bisschen was wegtun. So, und dann können wir das kurz in der großen Halle korrigieren. Das sind halt jetzt diese Aufgaben, die ich in den letzten 15 Minuten ganz, ganz doll gemacht habe. Ich habe halt immer irgendwo geguckt, wo irgendwelche Makel waren und habe diese Makel dann halt beseitigt. Genauso wie jetzt hier bei der Glasscheibe, dass ihr halt wirklich eine perfekte Version downloaden könnt und nicht irgendwelche Flüchtigkeitszähler oder so da drin sind, weil sowas ist natürlich immer blöd. So, jetzt ist aber die Scheibe hier wieder heile. Sieht doch gleich wieder viel angenehmer aus. Die große Halle ist dann insoweit eigentlich, ja, zumindest was diese Sachen anbelangt, die ich schon gebaut habe, fertig. Da fehlen natürlich noch ein paar Sachen hier, zum Beispiel oben die Leitpfosten, das Pokalzimmer, was da ist, das kann ich auch nochmal kurz zeigen. Da fehlt natürlich auch noch einiges, da muss noch was gemacht werden. Hier geht's halt runter. Dann geht es hier noch runter und hier wird dann in diese Richtung nochmal so ein bisschen runtergehen und dann kommt das Pokalzimmer. Hier natürlich die Küche der Hauselfen, die ist direkt unter der großen Halle. Und ja, das muss halt alles noch gebaut werden, das wird halt alles noch gemacht. Wird dann aber erst nach der 200. Folge kommen. Ich freue mich da wirklich schon sehr, sehr doll drauf und bin gespannt, wie die bei euch ankommen wird. Ich denke aber, so kann ich Hogwarts lassen. So sollte es eigentlich funktionieren. Das hier wird die Version sein, die ihr downloaden könnt ab der nächsten Folge. Ich gucke jetzt nochmal ganz, ganz schnell, ob es hier irgendwas gibt, was ich noch kurz ergänzen kann, damit ihr da wirklich eine schöne Version bekommt. Aber ich denke, grundsätzlich kann man sagen, das sieht doch alles ganz schnieke aus. Also, so kann man es lassen. Das hier ist jetzt die aktuelle Version. Diese Version könnt ihr jetzt ab der nächsten Folge downloaden. Ich würde mich darüber sehr, sehr freuen, wenn das einige von euch machen würden. Und wie gesagt, das habe ich, glaube ich, auch schon aufgenommen. Wenn ihr Lust habt, wäre ich sehr froh, wenn ihr ein Let's Show darüber machen könntet. Das würde mich persönlich wirklich ganz, ganz doll freuen. Und ja, die Folge ist jetzt natürlich sehr, sehr kurz, hauptsächlich auch wegen diesem Fehler in der Mitte des Videos. Ich bitte das zu entschuldigen. Wir sehen uns dann bei der 200. Special-Folge. Und ich freue mich schon richtig, richtig doll drauf. Habt einen schönen Tag, Leute. Genießt die Sonne. Und dann bis zur Special-Folge. Euer Dougie. Let's Play.